Hallo meine lieben Zuschauer, ich hoffe, ihr habt euch jetzt von dieser Anrede alle angesprochen gefühlt. Männer wie Frauen, Non-Binary wie Agender, Menschen jeden Geschlechts und keines Geschlechts, wie ihr auch immer euch identifizieren mögt. Mit der Verwendung der männlichen Form müsstet ihr euch doch eigentlich angesprochen fühlen, oder nicht? Davon geht zumindest Christoph Türke aus. In seinem Buch Natur und Gender, Kritik eines Machbarkeitswahns, beschäftigt sich der gute Mann mit der Frage, was ist Natur, wie wird Realität konstruiert, was gilt eigentlich noch als gegeben oder auch nicht, was ist Gender, was ist Geschlecht. Das ist im Deutschen immer so ein bisschen ätzend, weil es die sprachliche Unterscheidung zwischen Gender und Sex nicht gibt. Das eine bezieht sich mehr auf das biologische Geschlecht, also ist man zum Beispiel mit einem bestimmten Chromosomensatz oder einer bestimmten Ausprägung an primären Geschlechtsorganen, also Vulva, Penis, Brüste etc. geboren worden oder auch nicht. Und Gender bezieht sich mehr auf ein soziales und oder psychologisches Geschlecht. Im Englischen gibt es die Unterscheidung, ich werde das mit Geschlecht und Gender in dieser Rezension abgrenzen, wenn ich es nicht immer konsequent verwende, dann aufgrund der Tatsache, dass das in diesem Buch nicht immer so ganz klar geworden ist, was Herr Türke denn eigentlich meinte. Ja, ganz grob habe ich ja schon umrissen, worum es in diesem Buch geht, aber damit habe ich eigentlich nicht so richtig beschrieben, worum es geht. Ja, dieses Buch umfasst ungefähr 220 Seiten und in den ersten 120 Seiten beschäftigt sich Christoph Türke damit, wie sich Gesellschaften konstruiert haben, was es so für, ja, Geschlechterrollen im Laufe der Zeit gab, wie Gesellschaften sich zusammengefunden haben, wie geschlechterspezifische Arbeitsteilung zum Beispiel ausgesehen hat. Falls ihr auch noch eine Auffrischung in Evolutionsbiologie braucht, also angefangen bei Einzellern in der Ursuppe bis hin zum Menschen, dann werdet ihr auch das in diesem Buch finden. Und von den 200 Seiten beschäftigen sich erstaunlich wenige tatsächlich mit Genderfragen. Also der Frage, was ist eigentlich Geschlecht? So, es wird auf Cyborgs eingegangen, es wird auf Tattoos eingegangen, es wird auf Smartphones eingegangen, auf Evolutionsbiologie und extrem wenig tatsächlich wird auf Gender eingegangen. Aber wenn über Gender in diesem Buch geschrieben wird, dann passiert das auf eine Art und Weise, dass ich manchmal einfach das Buch am liebsten gegen die Wand geklatscht hätte, ganz ehrlich. Also, ich finde es ja völlig in Ordnung, wenn jeder Mensch eine unterschiedliche Auffassung dazu hat, ob das generische Maskulinum, also die ausschließliche Verwendung der männlichen Form für Menschen jeden Geschlechts, jetzt angemessen ist oder nicht. Und ich weiß, dass manche Menschen damit auch sprachlich Schwierigkeiten haben. Das ist ja auch soweit in Ordnung. Aber es gibt so ein paar Sachen, die finde ich nicht in Ordnung. Und ihr mögt es mir bitte verzeihen, aber ich musste mir Notizen machen für diese Rezension, weil es an diesem Buch so viele Punkte gibt, die ich an dieser Stelle kritisieren muss. Ich dachte mir so am Anfang schon, als ich den Klappentext gelesen habe, hui, okay, wenn schon im Klappentext geschrieben wird, dass Menschen heutzutage Geschlecht und den eigenen Körper quasi so als willkürlich formbare Knetmasse ansehen, dann könnte das Buch schon ziemlich interessant werden. Ich habe aber nicht damit gerechnet, dass es so schlimm wird. Alle Menschen, die eventuell ein Problem mit potenziell transphoben und transfeindlichen Äußerungen haben, sollten vielleicht an dieser Stelle sich zweimal überlegen, ob sie das Video weiterhören möchten oder nicht. Genau, ich versuche in meiner Kritik es nicht zu sehr zu wiederholen, was dieser Mensch sagt, aber ich werde vermutlich nicht ganz drum rumkommen. Also, der erste Punkt, ganz sachlich mal gesagt, ist, dieser Schreibstil von dem Buch ist einfach grauenhaft akademisch. Also es ist extremst kompliziert, dieses Buch zu lesen und zu verstehen, was dieser Mann überhaupt schreiben möchte. Das Ganze ist so verschraubt und mit so vielen Fachwörtern gespickt und so vielen lateinischen Anspielungen etc., dass ich manchmal denke, okay, ich habe schon Texte für mein Masterstudium gelesen, die waren dagegen quasi kindergartenvorlesetauglich. Da denke ich mir so ein bisschen, warum muss das sein? Also klar, manchmal sind Wörter in Fachsprache einfacher oder präziser, wenn man etwas Bestimmtes ausdrücken möchte. Aber super oft ist das in diesem Buch nicht der Fall. Also es hat dann einfach keinen Mehrwert. Und das ist das eine.
Und zum anderen, wenn man den Anspruch erhebt, ein wissenschaftlich neutrales Buch zu schreiben, dann frage ich mich doch wirklich, warum man an mancher Stelle so sehr raushängen lassen muss, wie hart man jetzt den einen oder anderen Autor, und es werden wirklich fast nur Autoren, in diesem ganzen Buch zitiert, so abfeiert. Also es ist ja völlig okay, wenn man begeistert ist irgendwie von Leuten, das kann man dann aber irgendwie dadurch kenntlich machen, dass man sie viel zitiert, dass man sich auf sie bezieht und so weiter. Kritik üben ist auch super, also ne, er feiert nicht nur Leute ab in dem Buch, er sagt auch bei manchen, okay, ich finde, das ist Bullshit so, also inhaltlich, sprachlich natürlich nicht, wo kämen wir denn dahin? Und ich finde es super schwierig, dass das Buch so unverständlich geschrieben ist und dass er halt dann auch oft sagt, wie brillant dieser Mensch das denn irgendwie auf den Punkt gebracht hat oder halt auch klar abwertend sagt so, dass das irgendwie total reingesteigert oder fast schon hysterisch etc. wäre, das finde ich hochgradig problematisch. Über die Angewohnheit, teilweise Sachen, die sehr wichtig für das Verständnis von dem, was er gerade schreibt oder worauf er sich gerade bezieht, in Fußnoten zu packen, lässt sich auch streiten. Also grundsätzlich habe ich nichts gegen Fußnoten so. Ich finde es immer super, da die ganzen Quellenangaben reinzupacken, gerade wenn ich Hausarbeiten schreibe. Aber wenn teilweise der Inhalt der Fußnoten, der dann auch sich über mehrere Seiten zieht, essentiell ist, um zu verstehen, was in diesem Buch eigentlich drinsteht, dann finde ich das immer schwierig, weil man dann immer total aus dem Lesefluss rauskommt und das halt auch nicht so richtig harmonisch ineinander reinfließt. Was zu diesem Buch auch noch gesagt werden muss, anscheinend ist der Autor ein großer Fan der Psychoanalyse und Freud. Ich habe mich ein bisschen mal mit Leuten unterhalten. Psychoanalyse ist jetzt, soweit ich weiß, eigentlich nicht mehr ganz so modern. Das ist jedenfalls so mein Ding, also mein Kenntnisstand. Und dieses ganze Buch basiert im Prinzip auf Psychoanalyse. Und klar, es gibt auch Kritik an Freud, aber im Prinzip stützt sich sehr viel von der Gender-Theorie, wenn man das denn eine Gender-Theorie nennen möchte, auf Freud in diesem Buch. Also falls ihr euch denkt so, okay, Freud finde ich per se schon super suspekt, dann dürfte euch dieses Buch auch sehr merkwürdig vorkommen. Ja, was ich auch total weird finde, ist, dass gesagt wird, also irgendwie scheint die gewaltvolle Reinszenierung von traumatischen Erfahrungen so das Ding von ihm zu sein. Das wird auch im ersten Teil sehr deutlich und im Wikipedia-Artikel. Also dass ganz viele Dinge, die wir machen, weil wir als Kleinkind oder im Laufe der Evolution irgendwelche Traumata erlebt haben und im Prinzip argumentiert Türke dann auch, lässt sich vieles davon aber auch wegtherapieren. Und einige Passagen dieses Buches lesen sich so, als ob er damit aussagen möchte, wenn eine Person trans ist, dann lässt sich das im Prinzip wegtherapieren. Dass das halt einfach nur eine Störung oder eine Geisteskrankheit ist. Und das finde ich super problematisch. Ich meine, es ist ja nun mal so, dass Menschen vielleicht ein falsches Geschlecht bei der Geburt zugeordnet kriegen, beziehungsweise ein falsches Gender und dann im Laufe ihres Lebens feststellen, hey, das ist für mich nicht richtig. Und dann beschließen, in ihrem richtigen Gender, beziehungsweise in ihrem authentischen Selbst leben zu wollen. Ja, und wenn man dann sagt, eigentlich versucht der Mensch damit nur zu kompensieren, dass ihm beim Stillen irgendwann dann die Brust weggenommen wurde für die Entwöhnung, dann finde ich, ist das irgendwie ein bisschen problematisch. Sehr problematisch. Ich finde es auch sehr problematisch, dass zum Beispiel immer, wenn von Leuten gesprochen wird oder beziehungsweise geschrieben wird, die nicht eindeutig männlich oder eindeutig weiblich kategorisierbar sind, und zwar nach einem extrem binären, biologisch basierten Verständnis, von Wesen geschrieben wird. Das ist total entmenschlichend und verdinglichend. So, was soll das so? Man könnte ja auch einfach von Personen schreiben oder Menschen, Leuten, aber von Wesen? Was soll das? So, das finde ich auch nicht so wirklich cool. Die Trans-Community erscheint auch irgendwie als generell irgendwie gestört so in seinen Augen und das finde ich super weird. Er redet auch generell von der Trans-Community und der ganzen queeren Community, als ob das alles Leute sind, die nur irgendwas zu kompensieren haben. Ja, und irgendwie auch teilweise so, als ob wir uns das ausgesucht hätten, dass wir queer sind. So, nee, ich habe mir nicht ausgesucht, dass ich auf Männer und Frauen stehe. Danke. Tschüss. So, und ich glaube, niemand aus der queeren Community sagt jetzt so, nö, also das habe ich mir jetzt einfach so ausgesucht.
wir sind einfach so. Und ich meine, das ist auch völlig in Ordnung. Und das dann so darzustellen, finde ich halt hochproblematisch. Und gerade bei Transpersonen, und er unterscheidet jetzt auch nicht wahnsinnig deutlich zwischen transsexuell und transgender und schmeißt die Begriffe die ganze Zeit auch gern durcheinander. Und behauptet zum Beispiel, trans Sternchen, also trans klein geschrieben und dann Sternchen, stünde für transzendental, was ich so noch nie gehört habe, sei irgendwie ein Ding. I don't know. Also, das wäre mir komplett neu. Und ja, im Prinzip habe ich auch das Gefühl, es geht in diesem Buch weniger tatsächlich um Fragen von Gender, sondern darum, um gegen jede Form von Selbstidentifikation und geschlechtlicher Selbstbestimmung irgendwie zu wettern. Das ist so mein großes Fazit für dieses Buch. Und falls ihr euch jetzt noch so ein bisschen fragt, okay, wie schlimm ist dieses Buch denn noch geworden? Ich habe mir noch ein paar Punkte aufgeschrieben. Also abgesehen davon, dass es sehr kompliziert ist, sich auf veraltete psychologische Sachen stützt, Transidentitäten bzw. überhaupt queere Identitäten größtenteils als Störung und definitiv abnormal, und zwar abnormal im Sinne von der Geschlechterbinarität männlich-weiblich-cis abzuweichen, dargestellt wird. Ja, wird auch noch auf Kant zum Beispiel super viel Bezug genommen, der jetzt auch nicht ganz unproblematisch ist, dass die ganzen Philosophen, auf die er sich stützt, nicht wirklich unumstritten sind, weil sie teilweise harte Antisemiten oder halt Rassisten zum Beispiel waren, wird auch null thematisiert. Wenn es darum zum Beispiel geht, dass Menschen gesagt haben, okay, ich bin als Mann geboren, aber eigentlich bin ich eine Frau, dann die Geschlechtsangleichung, zum Beispiel operativ oder hormonell oder indem sie zum Beispiel nur ihren Personenstand ändern lassen, vornehmen und dann zurücktransitionieren wollen, da sucht er sich dann teilweise 1-2 Einzelfälle, sagt, okay, das sind dann einzelne mutige Statements irgendwie und misst dann daran alle Menschen, die irgendwie trans sind und sagt dann, okay, diese paar vereinzelten Beispiele sind jetzt irgendwie die Wahrheit. Das fand ich halt auch super weird. Es wird richtig häufig Whataboutism verwendet. Also Whataboutism ist, du schreibst oder redest über ein bestimmtes Problem, in diesem Fall zum Beispiel queere Identitäten, und sagst dann, ja, zum Beispiel Diskriminierung gegen Homosexuelle und gehst dann zu rassistischer Diskriminierung. Oder du gehst von Identifikation mit einem anderen Geschlecht, als dir bei der Geburt zugewiesen wurde, zu Smartphone- und Internetabhängigkeit. Was? Ich verstehe es nicht. Also wirklich, ich habe dieses Buch teilweise echt zumindest innerlich gegen die Wand geschlagen. Genau, das ist so ein Problem. Ich habe das Gefühl, dass Queers generell nicht ernst genommen werden und dass alles außer Homosexualität nicht wirklich irgendwie eine Rolle spielt. Dass er das Verständnis anscheinend hat, dass Menschen deswegen ihr Geschlecht angleichen möchten an ihr eigentliches Geschlecht. Und ich hoffe, dass ich jetzt die Wörter auch korrekt gebrauche. Korrigiert mich bitte, falls ich es falsch gemacht habe. Weil sie ein erfüllteres Sexualleben haben wollen. Also, ich kenne ein paar Trans-Menschen so und klar, damit habe ich nicht das komplette Wissen über Trans-Sein. Definitiv nicht. Aber irgendwie habe ich Zweifel, dass einfach nur ein erfülltes Sexualleben der einzige Punkt ist, warum Menschen eine Geschlechtsangleichung vornehmen lassen. Also, das habe ich so noch nie gehört. Das wäre mir komplett neu. Und ich halte das für eine extrem verkürzte Darstellung. Ja, diese Thesen über die Säuglingsentwicklung mit dem Trauma habe ich ja schon erwähnt, so mit, dass dann das erste Trauma ist mit der Identifikation, dass man nicht die Mutter ist und so und zurückgewiesen wird. Die stellt er übrigens alle in den Raum, ohne dafür wirklich einen Beweis zu geben. Also ab und zu bezieht er sich noch ein bisschen auf Freud und ansonsten sucht man ein paar Seiten lang echt vergeblich eine Fußnote oder irgendeinen Beleg dafür. Ich meine, gut, der Mann ist Philosophieprofessor und ich meine, ab einem bestimmten Wissenslevel kann man auch einfach Thesen aufstellen. Aber dass da irgendwie ein plausibler Hintergrund für ist, dass es irgendeine Studie gibt oder sonst was, die das irgendwie belegen würde, Fehlanzeige. Und er sagt auch, ja, gerade dadurch, dass das dann ja ganz viel zu so einem Zeitpunkt im Leben passiert, an dem man sich dann später nicht mehr erinnern kann, ist es auch super schwer nachzuweisen. Ja, vielleicht weil diese Theorie auch einfach nicht plausibel ist. Ja, und es dauert halt, wie gesagt, unheimlich lange, bis überhaupt mal
Gender ein Thema wird. Und dann gibt es ungefähr 2 Kapitel, die sich tatsächlich mit Gender beschäftigen. Und zwar ausschließlich mit Transgender-Personen. So, also generell die ganze Gender-Problematik auch im Hinblick auf Agender-Personen oder zum Beispiel auch Gender-Rollen im Alltag bei Männern oder bei Frauen, so, werden auch überhaupt nicht thematisiert. So, und ganz oft sagt er auch sogenannte, also zum Beispiel sogenannte Agender-Personen. Was ich halt auch super schwierig finde, so. Also wenn er sagen würde, sich selbst als Agender bezeichnende Person, dann fände ich das zwar auch nur unwesentlich besser, aber sogenannt impliziert halt, also das deutet ja irgendwie immer an, naja, also eigentlich ist es ja nicht so richtig, ne? Also wir benutzen jetzt mal diesen Begriff, aber eigentlich ist es ja nicht so wirklich so. Und das finde ich halt super merkwürdig. Und ja, das war es im Prinzip, was ich an Kritik zu Natur und Gender, Kritik eines Machbarkeitswahns von Christoph Türke vorzuweisen habe oder mit euch teilen wollte. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Das ist eines der schlimmsten Bücher, die ich seit langem gelesen habe. Also, ich verstehe es einfach nicht. Und ganz ehrlich, ja, das Buch mag wissenschaftliche Standards größtenteils erfüllen, bestimmt. Aber das Buch ist einfach inhaltlich dermaßen merkwürdig. Es ist komplett unverständlich, stützt sich auf super viele veraltete psychologische Sachen, also so Psychoanalyse etc. Es stellt super weird Thesen über die queere Community auf, ist teilweise richtig menschenfeindlich, wenn ihr mich fragt, und queerfeindlich und einfach auf so vielen Ebenen problematisch, dass mir nicht wirklich viel anderes übrig bleibt, als den Bücherteufel zu verneinen. Also, ganz ehrlich, ich finde dieses Buch sollte man einfach nicht lesen. Ich wusste vorher, das Buch wird wahrscheinlich schon schwierig, so, aber dass es so schlimm wird, habe ich nicht gedacht. So. Und ich habe euch jetzt diese lange, ausführliche Rezension gemacht, ouch, damit ihr wisst, was euch bei diesem Buch erwarten könnte und um euch davon abzuhalten, es zu lesen, ganz ehrlich. Ich glaube zwar bestimmt, dass es ein Publikum für diese Art von Literatur gibt und das finde ich eigentlich traurig genug, aber ich hoffe, dass sich hier auf meinem Kanal hauptsächlich Leute finden, die ähnlich nicht angetan vom Inhalt dieses Buches sind und sich gerade fragen, was zum ist das für ein Buch? Wer dachte, das ist eine super gute Idee, das in die Welt hinauszulassen? Ich weiß es wirklich nicht. Und ich verstehe auch wirklich nicht, wie man so ein Problem damit haben kann, wenn Menschen über sich selbst bestimmen wollen. So, wenn man einfach sagen will, jo, es gibt die gesetzliche Schublade 1, 2, 3 und das passt für mich nicht, das ist nicht, wie ich mich wahrnehme. Das ist nicht meine Realität so. Und dann einfach zu sagen so, ach ja, und weil es jetzt das Internet gibt zum Beispiel und Menschen sich darüber austauschen können, was sie für Erfahrungen haben, gäbe es quasi TrittbrettfahrerInnen, die, also dass Jugendliche quasi trans werden oder sagen, sie seien trans, weil sie sich das bei anderen abgucken. Also ich kenne ja viele Leute, die sich ein Piercing stechen lassen oder ein Tattoo oder sich bestimmte Klamotten kaufen, weil andere Leute das machen und es irgendwie hip ist. Das lasse ich noch gelten. Aber es würde mich doch mal sehr schwer wundern, wenn irgendwer sagt, ja, nö, ich bin jetzt trans, einfach weil das gerade ein Trend ist. Was zum Henker? Also, es gibt sehr, sehr viel an diesem Buch, was ich nicht verstehe. Und ich hoffe, ihr könnt jetzt meine Begründung für das Buch verstehen, warum es auch diese Bewertung bekommen hat. Ja, also, nee. Nee, also nach dem Buch habe ich auch erstmal irgendwie wieder Fantasy-Bücher gebraucht, um mich abzuregen, weil ich mich wirklich hart über dieses Buch aufgeregt habe. Und ich bin immer noch fassungslos, so dass ich mich tatsächlich durch diese 200 Seiten gelesen habe und das halt einfach gefühlt keine einzige vernünftige Aussage da steht. Also, ich verstehe es nicht, ich verstehe dieses Buch nicht und wie man auf diese Thesen kommt. Und generell, das ist mir ja auch schon bei seinem Buch, boah, wie hieß das? Irgendwas mit Stammesgesellschaften auf jeden Fall, aufgefallen, dass er anscheinend auch ein großes persönliches Problem anscheinend mit Technologie hat und technischem Fortschritt und Vernetzung der Menschen durch Technik. Klar, das kann echte menschliche Interaktion nicht ersetzen, aber es ist einfach eine andere Form von Interaktion. Und ich glaube, wenn man einfach damit nicht klarkommt, dass die Menschheit offener wird, dass Menschen in ihrem Mindsetting offener werden, wenn man es dann nicht schafft, vielleicht auch ein bisschen toleranter zu werden, dann sollte man vielleicht einfach kein Buch darüber schreiben, dass Menschen das werden. Sondern einfach mal sagen,
ja, also das entspricht jetzt nicht meiner Weltsicht, damit komme ich nicht klar, ist jetzt so. Das wäre mein persönlicher Vorschlag dazu gewesen. Das soll es aber auch an dieser Stelle gewesen sein. Ich glaube, ich habe mich lange genug über dieses Buch aufgeregt. Ich habe auch tatsächlich eine ganze Weile überlegt, ob ich die Rezension dazu mache oder nicht. Aber ich finde es auch wichtig, dass, wenn ich Bücher lese, die ich problematisch finde, dass ich das mit euch teile und begründe, warum ich sie problematisch finde, damit wir dann darüber reden können, ob ich damit irgendwie Anklang bei euch finde oder ob ihr sagt, oh, Luisa, komm mal runter. So, du spinnst total, und dass wir mal ein bisschen drüber reden können. Weil wenn ihr sagt, hey, das finde ich auch problematisch, was da aufgeführt wird, dann ist das vielleicht auch mal was, was man an den Verlag zurückmelden könnte, sollte. Genau. In dem Sinne, bleibt fit, munter, regt euch nicht zu sehr auf und bis zum nächsten Mal.